versucht schon lange, Vattenfall von dem Braunkohlegeschäft abzuhalten. Du warst einer der Mitinitiatoren des Bürgerbegehrens gegen die Braunkohle in der Lausitz. Und meine Frage ist, wie gewinnt ihr in Brandenburg die Menschen für dieses große Thema? Es ist natürlich in der Lausitz nicht so ein ganz leichtes Unterfangen, weil so viele tolle Menschen, wie heute hier sind, haben wir da nicht immer. Wir haben leider in den letzten mehreren Jahrzehnten schon viele Dörfer verloren durch die Braunkohle und haben aktuell 5 aktive Tagebau, was ganz viele Leute, vor allem hier in Berlin, immer schockiert zu hören, dass in Deutschland immer noch Menschen gegen ihren Willen umgesiedelt werden. Und nicht genug, dass es noch 5 aktive gibt, sondern es soll auch noch 5 weitere neue Tagebau geben. Genau. Und dagegen sind wir aktiv in der Region. Das heißt, wir vernetzen die Leute, die von der Braunkohle potenziell betroffen sind, mit natürlich auch mit den Leuten, die von diesem wahnsinnigen Projekt CCS im Oderbruch. Das heißt, da gibt es eine gute Kooperation, mittlerweile auch länderübergreifend, weil es halt nicht nur in Brandenburg das Problem, sondern auch in Sachsen und auch in Polen. Das heißt, die Leute arbeiten zusammen und ein gutes Beispiel, was wir in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben, ist, dass wir mittlerweile 3 Klimacamps auf die Reihe gekriegt haben, trotz widriger Umstände. Und ich will gar nicht ins Detail gehen, was da im Hintergrund alles passiert. Noch was anderes Wichtiges ist, was für euch interessant ist, wir haben dieses Jahr über 120.000 Einwendungen gegen den gerade in Planung befindlichen Tagebau Welze Süd 2 gesammelt. Das ist eine enorme Zahl, die größte bisher in Deutschland gesammelte Anzahl an Unterschriften gegen so einen Tagebau. Und ich denke, dass da verdient man ordentlich einen Applaus, oder? Das heißt, da haben die Leute in der Lausitz, mit denen in Deutschland ja in der ganzen Welt zusammengearbeitet. Und dieser Tagebau, der wird jetzt am 10.12. in Cottbus in der Messehalle angehört und ich lade euch alle recht herzlich ein, mit uns gemeinsam dort vor der Tür zu demonstrieren, um zu zeigen, dass Braunkohle ein Auslaufmodell ist und wir 100% auf erneuerbare Energien setzen müssen. Ich danke euch und wünsche einen schönen Tag noch. Jawohl.